Hallöchen und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis und ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und ein wundervolles Osterfest. Ich möchte euch heute eine einfache und simple Technik mit auf den Weg geben, die euch vielleicht nicht ganz unbekannt ist. Falls sie euch unbekannt sein sollte, dann schaut unbedingt weiter, denn es ist eine ganz wunderbare und wie schon gesagt einfache Idee, eine Glückwunschkarte oder einen einfachen Hintergrund aufzupeppen, ein Lettering vielleicht so noch schöner zur Geltung zu bringen. Ihr seht hier vielleicht schon ein paar Beispiele liegen und es geht um diesen Hintergrund hier, diesen Aquarell-Hintergrund und genau das möchte ich euch zeigen, wie ihr das macht, denn ihr braucht dafür gar nicht viel. Ihr braucht dafür hier eine kleine Folie, also vielleicht angepasst auf die Größe, auf dessen ihr diesen Aquarellhintergrund bringen wollt. Ihr braucht eine kleine Sprühflasche und ihr braucht dazu wasserbasierte Stifte. Das sind eigentlich das Wichtigste, wasserbasiert. Also ihr könnt dafür, hier seht ihr ganz normale Fasermaler von Stabilo, die Pen 68. Ihr könnt dafür auch eure Brushpens benutzen, wenn ihr welche habt. Ihr könnt ja Fineliner benutzen. Das Wichtigste ist halt nur, dass sie nicht permanent sind, sondern auf Wasserbasis. Und ohne großes Drumherum-Gerede würde ich jetzt euch einfach zeigen, ganz schnell, wie ihr das macht und ja, wie gesagt, ein kurzes, knackiges Video wird es hier heute. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes ist vielleicht zu empfehlen, das vorher vielleicht auf einem Übungspapier zu machen. Dafür empfehle ich euch entweder Aquarell- oder Mixed-Media-Papier, also irgendwas, wo das Wasser darauf arbeiten kann. Ich habe jetzt hier schon direkt gleich eine Karte, wenn ihr euch das zutraut und ihr wisst, was eure Karte für ein Papier habt oder ihr macht sie natürlich selber aus Mixed-Media-Papier oder Aquarellpapier. Ich mache es jetzt hier direkt auf die Karte. Ich weiß leider nicht, was das für ein Papier ist. Ich weiß, dass es stärkeres Papier ist. Es ist so eine Klappkarte. Die habe ich bei DM gekauft. Die gibt es dort in so einem schönen 12er-Pack. Direkt gleich mit einem Umschlag dazu. Ich werde das gleich direkt hier drauf machen. Ihr solltet vielleicht darauf Acht geben, wenn ihr mit Wasser arbeitet, dass eure Karte oder euer Hintergrund, den ihr gestalten wollt, vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe von dem Wasser liegt, denn die soll ja trocken bleiben. Wir nehmen jetzt hier unsere Folie. Auf der Folie arbeiten wir mit mindestens zwei Farben. Ihr könnt natürlich auch mit einer Farbe arbeiten. Und ich würde jetzt hier einfach vielleicht mal ein paar frühlingshafte oder ein paar erfrischende Farben nehmen. Ich nehme jetzt hier einmal ein helles Grün, ein Gelb und vielleicht noch ein kleines Rosé. Ich finde, das ist eine schöne, fröhliche Farbpalette. Und die kann man dann natürlich auch nutzen, um darauf noch ein Lettering zu machen. Denn der Aquarellhintergrund ist ja etwas blasser als der Stift an sich, wenn ich da mit ihm drauf male oder schreibe. So, als erstes tragen wir den Stift stellenweise hier auf. Ihr könnt mit den Farben auch ruhig ineinander gehen, das ist jetzt nicht schlimm, da geht euer Stift nicht von kaputt. Dann nehmen wir die Wasserflasche, macht vielleicht einen Testsprüher vorher, dass ihr wisst, dass es funktioniert. Und dann sprühen wir aus einer Entfernung, es sieht sich jetzt natürlich schlecht von oben, aber so ungefähr 15 bis 20 cm. Nicht zu nah ran, aber auch nicht zu weit weg. Wichtig ist, dass ihr genügend Wasser drauf sprüht. Das ist natürlich immer eine Frage, wie viel ist es denn nun? 1, 2, 3, 6, 10 Sprüher. Das müsst ihr versuchen abzuschätzen. Es sollte nicht zu wenig Wasser sein, sonst können euch Ungeschicke passieren wie sowas hier, dass nicht genug Wasser drauf ist, um die Farbe zu verteilen. Und bei zu viel Wasser kann es euch passieren, wenn ihr die Folie hochhebt, dass euch das Wasser runterläuft. Also es sollten sich schon ein paar Tröpfchen bilden. Ich nehme die Folie auf die Hand, die Feuchtigkeit ist oben und dann drehe ich die Folie mit einem Schwung um und packe sie auf die Karte und dann kann man schon sehen, wie sich die Farbe mit dem Wasser schön verteilt und verbindet und ihr könnt das jetzt natürlich noch hin und her schieben, noch ein bisschen nach außen schieben. Wichtig ist, dass ihr nicht euren Fingernagel benutzt, weil sonst ritzt ihr da eine Kerbe rein. Das sieht man dann natürlich. Und dann ist das hier
eigentlich schon vollbracht. Also es kann jetzt hier natürlich nichts passieren, weil die Folie ist ja drauf. Und ihr könnt die Folie jetzt langsam abziehen. Dann seht ihr aber, dass sich hier so ein Rand bildet. Es kann sein, dass dann am Ende sich sehr viel Wasser bildet. Ich ziehe die immer runter wie so ein Pflaster, schnell und schmerzlos. Und dann seht ihr auch schon euer Ergebnis. Ihr habt hier noch so ein bisschen Restfarbe. Die könntet ihr jetzt verwenden, vielleicht noch auf einem anderen Blatt Papier. Oder ihr wischt es einfach trocken. Wichtig ist, dass ihr die Folie auf jeden Fall sauber macht, dass ihr euch dann nicht beschmiert oder andere Papiere verschmutzt. Das hier muss jetzt ordentlich trocknen, damit wir die Karte weiter gestalten können, weil wenn wir jetzt hier mit dem Stift drauf gehen, dann verläuft natürlich der Stift, weil er ja auf Wasserbasis ist. Selbst ein permanenter würde jetzt da etwas drauf verlaufen. Deswegen müssen wir hier jetzt entweder warten, bis es trocken ist. Vielleicht scheint ja auch die Sonne bei euch, legt es in die Sonne. Oder ihr seid ganz ungeduldig, so wie ich, und nehmt einen Föhn. Das geht mit dem Föhn dann auch relativ schnell und dann ist das Ganze hier schon trocken. Und wenn das trocken ist, dann könnt ihr das hier wunderbar gestalten, ob jetzt zum Geburtstag oder zur Geburt oder für was auch immer. Diese Karte gibt jetzt einfach her, dort noch was Schönes drauf zu schreiben. Und das mache ich jetzt eben mal noch schnell. Das war jetzt relativ schnell und einfach. Ist auch eine relativ schlichte Karte. Ich habe mich jetzt hier für eine Glückwunschkarte entschieden, denn die macht sich tatsächlich jetzt auch die nächsten Tage noch auf den Weg. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht sogar etwas Neues zeigen, falls ihr diesen kleinen, einfachen Trick noch nicht kanntet. Und ja, vielleicht konnte ich euch aber auch einfach inspirieren, eine Technik, die ihr schon kanntet, aber vielleicht schon lange nicht angewendet habt, die einfach nochmal zu benutzen. Denn es ist, wie gesagt, es ist eine simple, einfache und nie out werdende Technik. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Gestalten von Watercolor-Hintergründen. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst mir ein Abo hier, macht die Klingelchen, das kleine Glöckchen an, damit ihr eine Benachrichtigung kriegt, wenn ein neues Video hochkommt. Denn am ersten Sonntag und am dritten Sonntag im Monat kommt jeweils ein neues Video. Und ja, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, egal wann ihr dieses Video anschaut, und habt's fein. Tschüss!